Heute ist der Tag der Tage. Millionärssohn Emilio feiert seinen 4. Geburtstag. Papa Oliver nimmt vorher eine wichtige Delikatessenlieferung in Empfang. Kaviar Express. Hervorragend, ja. Grüß dich, Mann. Servus. Hab's noch geschafft, kurzfristig einen aufzutreiben. Ja, perfekt. Hier schön 4 Dosen Beluga-Kaviar. Super, perfekt. Genau. Perfekt. Rechnung ist drin, es sind 6,50. Was kriegst du, 6,50? Jawohl. 5, 6, bitte sehr. Topfschlagen und Schnitzeljagd, so feiern normallos. Diesen Kindergeburtstag beherrschen Superlative. Unser Baby ist so 4. Also es ist immer ein Motto irgendwie. Ja. Und dann wird es entsprechend inszeniert für ihn, dass es ihm möglichst im Gedächtnis bleibt. Und jetzt zum 4-Jährigen kommt eben die Superheldenparty. Ja. Das ist echtes Metall. Greif mal, da habe ich danach sicher ein Loch im Kopf. Aha. Das ist echtes Metall. Ja. Aber guck mal, weißt du, was ich habe? Weißt du, wie ich schwitze? Oh mein Gott. Ich schwitze wie Oskar. So, jetzt pass auf. Gut? Ja, mein Ohr. Aua. Oh, meine Flacker. Der ist extrem schwer, der Herr Ralf. Ja, weil du brauchst dich nicht beschweren. Ey. Ich schwitze unter meiner Kamelle das Kraft. Warte. Und ich habe eine Plattfrisur. Was macht man alles für sein Kind? Ja, du wolltest es so. Bisschen biegen du noch. Du wolltest es so, jetzt hast du es so. Diese super-duper Heldeneltern tragen Outfits im Wert von 1.200 Euro. Und diese Avengers-Geburtstagstorte bastelte ein Sternekoch. Remy, sensational. Was bekommst du? Also, du kriegst echt einen Sonderpreis. Ja. Wir haben 4 Tage daran gearbeitet. Ist also, ja mehr zu sagen, sie. Also 680 Euro. Ja, also. Ja? Und ich wäre nicht Batman, wenn Batman nicht hinter seinem Zaubergürtel Geld hätte, ne? Ja. Deswegen, ja. Fünf, 80. Super. Ja. Merci. Super. Geil. Super. Alter. Schon bald landet in hungrigen Bäuchen dieses 680 Euro Kunstwerk. Ich glaube, das wird schon eine tolle Geschichte mit der Superheldenparty. Ich meine, da ist ja alles möglich im Prinzip. Olivers Eltern, also Oma und Opa, kommen selbstverständlich auch verkleidet. Sie bringen die Hauptperson mit, das Geburtstagskind. Prompt hagelt's Geschenke. Dann haben wir ihm ein Tablet gekauft, also ein Kindertablet. Ne? Das geht, glaube ich, bei 4 Jahren los. Das ist jetzt nicht genau so wie PlayStation oder das ganze Zeug, was es da gibt, sondern da kann auch lernen, Sachen lernen, Zahlen und das ganze Zeug, Alphabet und sowas. Das ist ein Lerntablet. Ah! Wann macht man die Kuchen? Was wollte ich auch, Papa? Wow, ein Batmobil! Baby! Warte mal, ich frag mal Remy. Wolltest du sowas? Ja. Cool, dann haben wir es ja richtig gemacht, oder? Emmy, was ist denn das? Ein Hammer. Dein Hammer. Oh mein Gott, der kann schießen. Das ist dein Hammer. Guck mal. Und zwar, was kann der? Der kann schießen, genau. Insgesamt gibt es Geburtstagsgeschenke im Wert von 900 Euro. Die Gäste kommen alle als Superhelden, natürlich, das ist so die Grundvoraussetzung. Ja. Ja. Ich glaube, uns erwarten da ein paar ganz spektakuläre Dinge, ne? Weil wir haben im Freundeskreis schon auch so ein paar verrückte Typen. Ja. Hallo, Captain America. Grüße dich, mein Lieber. Alles gut? Ja. Warum bist du so muskulös? Oh, heute kommen alle mit Muskeln. Trainiert. Ja, hast trainiert. Und dann noch, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Highlight. Ich feiere das auch voll. Also ich bin froh, dass alle verkleidet sind. Der Emilio, der freut sich wahnsinnig, wenn er das sieht. Die höchstwahrscheinlich schönste Superheldentorte, die ein 4-Jähriger je sah. Und möglicherweise auch die teuerste. Verdammt! Ja, okay. Batman ist eigentlich Iron Man, wir wussten es. Schau. Aber ach Remy, so, das sind mehrere Schwimmen. Hey. Oh, wie lecker, Emmy. Schau mal, das Schokolade. Ah, oh, der Flo hat noch. Sorry, den Hammer. Den kannst du essen. Also es ist ja alles jetzt erschwinglich, würde ich mal sagen, so ein Kindergeburtstag. Deswegen braucht man da sich kein Limit setzen, finde ich. Es ist ja alles nicht in Unsummen von, also man gibt ja nicht Unsummen von Geld aus. Das ist ja alles erschwinglich, was wir jetzt da organisiert haben.
Deswegen haben wir da jetzt kein Limit gesetzt. Und wie gefällt Emilio die Party? Während die Großen feiern, ist der Kleine eher müde. Der Emilio war als Baby so, der hat, wenn dem was geschmeckt hat, der hat eh alles gegessen, dann hat er immer den Mund aufgerissen und gesagt, boah, Mama. Mag ich probieren? Mag ich probieren? Nee. Ist der Papa. Und dann wollte er den Kaviar bitte essen und dann hat sich das verloren irgendwann. Und jetzt ging's wieder los. Wo er drei war, hat er auf einmal gesagt, er will den Kaviar haben da. Ja. Aber ich spüre kurz nach. Das ist ja immer eine Verhältnisfrage, ne? Das ist ja ganz klar. Ich meine, wenn jemand jetzt im Monat 1.500 Euro verdient, dann wird er keine Party machen können, die jetzt bei uns, was weiß ich weiß es nicht, was 3.000, 4.000 Euro oder was sie kostet am Ende des Tages, dass das nicht funktioniert, ist auch klar, ne? Ja. Aber genauso gibt es natürlich umgekehrt jemand, der ein komplettes Hotel mietet, und dann da eine paar Geburtstagsparty das schmeißt. Das meine ich ja, es gibt andere Partys. Wir sind ja jetzt noch im Rahmen. Was im Rahmen ist, ist jedoch immer eine Frage der Perspektive und der Dicke des Geldbeutels. Die Mehrheit der Zuschauer könnte sich hier jedoch fragen, Kaviar für einen Vierjährigen, ist das nicht schon ein wenig dekadent? Bettys Meinung dazu. Deswegen finde ich ja grausam, dass jemand sagt, wie dekadent. Die Übersetzung heißt ja verschwenderisch auch. So, und das finde ich ja grausam. Es ist ja unser Kind. Also was ist dann verschwenderisch? Verschwende ich jetzt das Lebensmittel an mein Kind, ist es dann verschwenderisch, weil er das nicht essen darf mit 4? Warum? Kaviar satt, regelmäßige Besuche in Sterne-Restaurants und die Mega-Geburtstagssause für Sohn Emilio. Finanziell gesehen ein fast normaler Monat für die Gekelas. Was ist von ihren 50.000 Euro Haushaltsgeld am Ende des Monats noch übrig? Normalerweise überprüfen die Millionäre nicht so genau ihre Ausgaben. Gibt's jetzt eine große Überraschung? So, wir hatten uns am Anfang des Monats ja 50.000 Euro überwiesen, bestehend aus 45.000 Euro Einnahmen der Praxis und des Online-Shops und 5.000 Euro Influencer-Tätigkeit von Betty. Und jetzt schauen wir mal, was tatsächlich da noch übrig geblieben ist am Ende des Monats. So, und dann haben wir Emilios Geburtstag. Genau. Da sind wir jetzt. Das war die Torte. 680 Euro die Torte. Ja. Kostüme 1.200 Euro, aber auch die waren der Hit. Ja, absolut. Also hat sich auch gelohnt. Ja. Geschenke Emilio 900 Euro. Ganz wichtig war natürlich die 4 Dosen Kaviar. Aber das hat ihn brutal gefreut. Du weißt, er liebt Kaviar. Ja. Und was soll man machen, ganz ehrlich? Wenn er Kaviar liebt, dann kriegt er das auch. Er weiß ja gar nicht, was das bedeutet. Mein Gott. Er mag's. Und die Leute sagen immer Dekadenz. Von wegen Dekadenz. Er mag's halt. Würde er Butterbrezel lieben, dann hätte er da 20 Butterbrezeln gehabt auf einem Turm. Stimmt. Und er liebt halt Kaviar. Also so haben wir 4 Dosen Kaviar, wovon ich ja auch 2 essen werde. Wir haben ja nur 2 an ihn verfüttert, quasi mit 640 Euro. Ja. Getränke haben wir nochmal 500 Euro gehabt für den Abend oder Nachmittag. Das heißt, wenn wir jetzt zusammenrechnen, die Fixkosten plus unsere Ausgaben, haben wir 20.235.000 Euro ausgegeben. Ja. Haben also knapp 30 quasi am Monatsende jetzt noch übrig gehabt. Oder haben sie übrig? Gibt er das mal, wenn wir das jeden Monat so machen, dann können wir jedes Monat Malediven fliegen. Das ist super, oder? Dann machst du den Sparplan in Zukunft. Ja, das gibt er das mal, das ist schon super, ne? Die knapp 30.000 Euro legt Oliver auf seinem Aktienkonto an. Im nächsten Monat gibt sich der Schönheitschirurg ja wieder eine dicke Finanzspritze von 50.000 Euro. Nein, haben wir gut gemacht, alles erledigt, alles erreicht. Top.